Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie so viel Leute heute wieder Zeit genommen haben. Ich habe euch eine recht liebe Geschichte mitgebracht. Und zwar muss ich aber gleich dazu sagen, das gibt es in Wirklichkeit nicht, das ist erfunden. Es handelt nämlich über einen Burschen, einen Tiroler Burschen, der was zuerst ein recht guter Skifahrer war und dann Volksmusikstar geworden ist. Also, wie gesagt, frei erfunden. Ja, und da brauche ich eine ganze Aufmerksamkeit, weil das ist, ich verwende da eigene Sprache. Zwar rede ich da volkstümlich. Ja, also hört's gut zu, los auf. Oder wie es in Spanien heißt, horche. Dieser junge Bursch, Tiroler Bursch, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber nennen wir ihn einfach Hansi. Der ist aufgewachsen auf einem Bergbauernhof und die einzige Möglichkeit, dass er in die Schule kommt, das waren seine Ski. Jetzt war es relativ bald klar, dass er Skifahrer wird. Aber auch andere Sachen haben darauf hingedeutet. Zum Beispiel kann der Haar formen mit seinen Hahnenkamm zu einem Hundschopf. So ungefähr. Genau. Und er war hart im Nehmen, er hat immer gesagt, wenn ich etwas streife, tut mir nicht jeder Chas Latt. Und er hatte auch eine Vorliebe für kleine Gänse, also so einen sogenannten Gansl-Anhang. Und damals hat er schon immer gern gesungen auch, und gerade wenn es ihn gestürzt hat, hat er immer sein Lieblingslied gesungen, von den Stornis, von den Rolling Stornis, also von den englischen Stornis. Der hat ein Skilied gehabt, das wissen die wenigsten. Ja, ja. Und wie gesagt, das hat er immer gesungen, wenn es ihn gestürzt hat. Ein Ski, wo der zweite ist, das weiß ich nicht. Hab einen Muggel übersehen und dann bin ich, wo der ging. Und jetzt sitz ich da im Schnee mit ein Ski, hab nur mehr ein Ski. Ja, wo wird denn nur der zweite sein? Mein Ski, wo ist mein Ski? Ich glaube, ich werde langsam suchen gehen. Da 20 Meter weiter drüben sehe ich dann zwei Teile liegen. Durch den Sturz ist in zwei. Ein Ski, hab nimmer ein Ski. Na, jetzt hab ich plötzlich drei. Und die Rakete 1. Auf zwei! Auf vier! Danke. Ja, dass das nicht mehr so oft passiert, hat er sehr viel trainieren müssen. Ja, die haben narrisch trainiert, die Burschen. Die haben so trainiert, nach so einem Training war nicht nur der Mario matt. Nein, da waren Chetty Landre auch matt. Einer hat sogar gesagt, wenn ich das tät, liegt die. Nächste Rakete, 1 und 2 und 4. Und wenn es ein Bärt fällt. Aber durch das Trainieren ist er natürlich auch gut geworden und dann ist er Weltcup gefahren. In Übersee bei so einem Rennen hat er dann seine erste Freundin kennengelernt. Wie gesagt, bei so einem Rennen, die Sarah, hat er seine Freundin angeschleppt. Er war sogenannter Sarah-Schlepper. Und mit der war er dann benannt bis zu jenem Tag, an dem das Unglück geschah. Wenn der Abend kommt
und die letzten Schatten vergehen. Will die Sarah seine Freundin noch baden gehen? Sie geht ins Bad und dreht den Wasserhahn voll auf. Und weil sie's vergisst, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Oh. Ja, die Beziehung war dann somit zu Ende, weil er hat das nicht taugt, wenn seine Freundin ins Wasser nicht halten kann. Ja, aber im Skifahren ist ganz gut gerannt. In den Trainingspausen war er dann auch immer daheim bei seiner Mutter, hat gekocht mit ihr gern. Die hat ihm extra aus dem Zillertal Schürzen gekauft, also mitgebracht. Er war sogenannter Zillertaler Schürzenträger. Und beim Skifahren haben sie recht viel zum Feiern gehabt und bei den Feiern ist sie immer hoch hergegangen. Haben sie immer gesagt, heute gehen wir erst heim, wenn die Malis schielt. Ja, wir starten wieder. Eins, zwei, auf die. Bei so einer Feier, da ist auch immer viel gesungen worden und da war ein Musikproduzent zufällig dort, der hat gesagt zu ihm, pass auf, ich check dir das alles und dann kommst du ziemlich weit. Darum nennen wir ihn jetzt einmal Jack White. Und somit hat er das probiert mit der Volksmusik. Er ist am Anfang aber ziemlich von den Kollegen befeindet worden, richtig. Einer hat gesagt zum Beispiel, sie sind so schön, sie sind so toll, sagen sie mir Hansi aus Tirol. Singen ist nicht so ihr Ding, ist gescheiter, wenn ich weiter sing. Außerdem sagen sie, fahren sie normal nicht Ski. Das würde ich ihnen auch empfehlen, bevor sie uns hier weiter quälen. Drum singe ich jetzt lieber weiter, dann sind die Leute wieder heit und hören wenigstens einen Ton aus Tirol. Richtig. Ja, das hat ihm schwer zu schaffen gemacht, darum ist er nicht ganz umgestiegen gleich, sondern hat immer nur ein wenig mitkommentiert bei den Skirennen. Und da ist ihm ein Fauxpas passiert bei einem Rennen. Also Fauxpas ist ein Beruhigungsgerät für kleine Kinder. Und zwar bei einem Skirennen wollte er einmal Hochdeutsch reden, also hat er gesagt, schön sprechen. Und da hat er gesagt, dann auf die Frage, wie war die Stimmung, hat er gesagt, nein, die Stimmung war bärig. Tausende von Menschen standen an den Hängen und Pisten. Das sowas sagt man aber nicht im ORF, im österreichischen Regierungsfernsehen. Darum haben sie ihn dann auch gestanzt, also haben sie rausgehauen. Dann hat sie wirklich nur mehr auf Singen konzentrieren müssen, Kinder, und ist sehr berühmt worden, sehr bekannt. Aber er wollte eigentlich nie so bekannt sein und darum hat er jetzt noch zum Abschluss dann ein Lied geschrieben, das was das Ganze beschreibt, ein richtig erfolgstümliches Lied. Das, was beschreibt, dass er eigentlich das nie wollte und immer seine Ruhe haben wollte, darum er so komische Sachen gemacht hat, wie schirche Schuhe gezogen und solche Sachen. Aber die Leute haben das immer falsch verstanden. Und bei dem Lied bitte ich um eine Mithilfe. Ah, ja, genau. Und zwar ist es in drei Phasen aufgeteilt. Ein Teil ist zum Klatschen, dann zum Mitschunkeln und dann zum Mitschreien. Und ihr müsst so herausfinden, wo das passiert. Und da muss ich vorher nur die alles entscheidende Frage stellen. Wo sind die Hände? Sehr gut, das wissen einige. Weil wenn man die Frage nicht beantworten kann, kann man da gar nicht mittun. Okay, ein bisschen schwerer. Wo ist die Milz?
Ja, da schauen schon. Nein. Wer die Mütze nicht aufbringt, kann auch die Hände nehmen. Das Lied heißt Am Kastel ruht der Spatzen. Ja, ich bin ein Tiroler Bub und ich hätte so gern mehr Ruhe. Doch geh ich mal aus dem Haus, flippen alle Frauen aus. Vielen ist das alles klar, sie sagen, es liegt an meinem Haar. Denn wie man so hören kann, Blondinen kommen alle gut an. Doch eins, das weiß ich gewiss, was richtig bärig ist. Am Kastel und der Spatzen, da wart ich schon lang raus. Sonst wacht er wieder auf. Am Kastel und der Spatz und es ist gut. Ja, es ist gut, wenn der Spatz am Kastel ruht. Hey, 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 hey! Genau, so geht's weiter. Ja, ich hab's auch im Kloster schon probiert, dort hab ich mich gescheit blamiert. Ich hab's falsche Geld mitgekocht und hab's nicht nur da beim Bayon. Es hat sich den Ding rausgestellt, der Euro gar nichts zählt. Es stinkt raus, doch mir ist kalt, wenn man nur mit Klostertaler zahlt. Doch eins, das weiß ich gewiss, was richtig bärig ist. Am Kastel und der Spatzen, da wart ich schon lang drauf, drum tun wir ihn nicht ratzen, sonst wacht er wieder auf. Am Kastel und der Spatz und es ist gut. Ja, es ist gut, wenn der Spatz am Kastel ruht. Hey, 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 hey! Ja, ich hab viele schon probiert. So kann er kapieren, sogar mit Sturm, mit lange Ohr, was dann eine neue Mode war. Da die über Berg und Boden, so war da rein ans Manon. Und das war wunderlichste Ding, sie bleiben auch bei mir, wann ich sing. Doch eins, das weiß ich gewiss, was richtig bärig ist. Wo geht's noch? Am Kastel der Spatzen, da wart ich schon lang drauf. Tun wir ihn nicht ratzen, sonst wacht er wieder auf. Am Kastel der Spatz und es ist gut. Ja, es ist gut, wenn der Spatz am Kastel ruht. Ja, es ist gut, wenn der Spatz am Kastel ruht. Dankeschön. Ja, wie gesagt, der wollte immer seine Ruhe haben. Immer in seine Tiroler Berge, hat er gesagt, da ist am liebsten immer Tiroler Berge. Ich habe mal gefragt, warum immer deine Tiroler Berge? Haben ja andere auch Berg. Zum Beispiel Kärnten. So schöne Berge. Aber er hat dann immer gesagt, na, nicht einmal, wenn er den Nocko im Gewinn hätte, nehmen wir das. Ja. Dann habe ich noch ein paar volkstümliche Vokabeln mitgebracht. Was zum Beispiel heißt auf volkstümlich, leih dem Kuhbusenmasseur deine Zahnspange. Borg, Moik, Silbeisen. Ist ein bisschen... vielleicht erzählt es weiter nach hinten. Passt. Danke. Oder wie schaut zum Beispiel ein volkstümlicher Banküberfall aus? Ja, ja, die Hände zum Himmel, das ist ein Überfall. Komm her mit der Kohle, bevor ich dir eine knall. Ja, ja, die Hände zum Himmel und keine Polizei. Pack alles zusammen und ich sage bye bye. Bye bye. Thank you.
Aber wir können nur noch nicht starten, was du willst. Ne? Eins, und zwei, auf fünf. Also heute gibt es ja keine Zugaben. Jetzt singe ich einfach ein weiteres Lied. Nein, es wird in der Volksmusik sowieso immer alles so verniedlicht, gerade wenn es ältere Menschen betrifft. Da wird so mehr Lied gegeben. Da ist richtig Stimmung gemacht worden bei dem Lied. Obwohl es auch nicht so gut gegangen ist. Und das ja, bei uns da im Bad Hall, da gibt's den Karneval. Den Club dazu, den gibt es auch schon lang in jedem Fall. Wir haben einen Präsident, den überall man kennt. Ja, dieser Präsident, der sorgt schon lange für den Trend. Und wenn er dann durch den Abend führt, ist er schon manchmal verwirrt. Und wird dann auch ein Blödsinn angesagt, ja, dann wird gleich gefragt. Lebt denn der alte Kobanum, Kobanum, Kobanum? Lebt denn der alte Kobanum, lebt denn der noch? Lole! Jo, der lebt noch, schau's hin. Danke! Danke.